Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die iOS 13 Beta von eurem iPhone oder iPad wieder löschen könnt. Wenn ihr jetzt schon iOS 13 installiert habt, aber merkt, es läuft nicht richtig rund und es sind noch sehr viele Fehler enthalten, kann es durchaus sinnvoll sein, euer Gerät auf iOS 12 zurückzusetzen und zu warten, bis die iOS 13 Vollversion im Herbst erscheint. Wie ihr das macht, ohne all eure Daten zu verlieren, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Gründe, warum man von der iOS 13 Beta wieder zurück auf iOS 12 wechseln möchte, kann es viele geben, wenn die Beta zum Beispiel unstabil läuft, das Betriebssystem nicht richtig läuft, viele Apps sind für iOS 13 auch noch nicht optimiert, sie laufen auch nicht richtig, sie frieren ein oder crashen total und stürzen einfach ab. Vielleicht wollte man aber auch iOS 13 und den Dark Mode einfach nur ausprobieren und möchte jetzt auf iOS 12 zurück, da dieses noch stabiler läuft als iOS 13 und dann erst mit der iOS 13 Vollversion auf iOS 13 wechseln. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie ihr von iOS 13 zurück auf iOS 12 kommt und das ohne all eure Daten zu verlieren. Ich habe jetzt hier mein iPad, dieses befindet sich auf iOS 13. Die zweite Beta von iOS 13 ist jetzt hier auf diesem iPad drauf. Und zur Veranschaulichung, dass man hier wirklich all seine Daten behält, seine Nachrichten, Apps, Bilder, werde ich in der Kamera nochmal ein Bild hier machen. So, sehr schön, ein, zwei Bilder gemacht. Und diese Bilder werden dann auch nach dem Zurücksetzen von iOS 13 auf iOS 12 auf eurem iPhone oder iPad vorhanden sein. Für das Zurücksetzen solltet ihr in die Einstellungen reingehen, geht in eure iCloud rein und geht auf mein iPad suchen und dieses deaktivieren wir am besten hier einfach mein iPad suchen ausschalten. Und wenn ihr dann mein iPad suchen oder iPhone suchen deaktiviert habt, gehen wir hier wieder raus, gehen hier in iCloud Backup rein und hier erstellen wir ein iCloud Backup noch bevor wir unser Gerät zurücksetzen auf iOS 12. Somit haben wir alle Daten, die wir jetzt auf dem Gerät haben, gespeichert und haben sie sicher für iOS 12. Am besten ist es, ihr macht beide Backups, also ein iCloud Backup und ein iTunes Backup. Wenn ihr jetzt zu wenig Speicher in eurer iCloud habt, würde auch ein iTunes Backup reichen, aber mit iCloud und iTunes Backup seid ihr natürlich auf der sichereren Seite, denn somit habt ihr eure Daten doppelt gesichert. Zusätzlich werde ich jetzt auf meinem Mac in iTunes noch ein komplettes Backup von meinem iPad erstellen. Dazu gehe ich hier einfach bei Backups auf Backup jetzt erstellen und dann läuft es hier oben auch schon durch und ein Backup wird von meinem kompletten Gerät erstellt, wobei dann alle Dateien, Nachrichten, Fotos, Bilder, alles wird hier gespeichert. Wenn ihr dann euer Backup erfolgreich erstellt habt, das steht dann hier heute 10.52 Uhr auf diesem Computer wurde das Backup gespeichert, dann sind wir erstmal fertig mit dem Sichern unserer Daten und jetzt fangen wir an, unser iPhone oder iPad zurückzusetzen von der 13 Beta auf iOS 12. Dann geht ihr am besten auf den ersten Link in meiner Videobeschreibung und wir kommen hier auf eine uns sehr bekannte Seite, ipsw.me und hier können wir unsere IPSW-Dateien, also unsere verschiedenen iOS-Softwarepakete herunterladen. Hier müsst ihr natürlich erstmal wieder euer Apple-Gerät auswählen. Wenn ihr es mit eurem iPhone machen möchtet, wählt ihr hier natürlich iPhone aus. Ich möchte jetzt hier mein iPad zurücksetzen auf iOS 12 und wähle jetzt hier iPad aus. Dann suche ich mir jetzt hier mein iPad raus, welches ich habe. Gehe dann hier drauf und hier sehe ich jetzt alle signierten IPSW-Dateien und es wird zurzeit von Apple noch iOS 12.3 signiert und iOS 12.3.1. Das kann sich in den nächsten Tagen aber auch ändern, denn iOS 12.4 wird auch demnächst erscheinen. Dann sucht ihr euch die iOS-Version raus, auf welche ihr downgraden möchtet. Ich nehme jetzt iOS 12.3, denn desto niedriger die iOS-Version, desto wahrscheinlicher ist der Jailbreak dafür. Jetzt gehe ich hier auf 12.3. Gehe hier drauf und gehe dann hier auf Download und ich sehe schon 3,8 GB. Es ist eine sehr große Datei. Es ist ja auch ein komplettes Betriebssystem, was wir hier herunterladen. Das herunterladen kann also eine Weile dauern. Ihr ladet euch also jetzt eure spezifische IPSW-Datei herunter, die ihr für euer Apple-Gerät braucht. Wenn ihr eure IPSW-Datei erfolgreich heruntergeladen habt, können wir auch wieder zurück in iTunes gehen und unser iPhone oder iPad auf iOS 12 zurücksetzen. Dies ging ja in der Vergangenheit immer über Nach-Updates suchen, geht mit iOS 13 aber leider nicht mehr. Da müssen wir jetzt über diesen Wiederherstellungsbutton gehen. Wir halten Alt oder Option gedrückt und gehen hier auf iPad wiederherstellen. Und dann wählen wir hier ganz einfach unsere IPSW-Datei, die wir gerade heruntergeladen haben und gehen hier auf
öffnen. Dann steht hier, iTunes löscht dein iPad, stellt es auf iOS 12.3 wieder her und überprüft die Wiederherstellung mit Apple. Genau das wollen wir, gehen hier auf Wiederherstellen. Das kann jetzt eine Weile dauern, ich werde den Vorgang mal überspringen. Wie ihr sehen könnt, das iPad wurde jetzt hier neu aufgesetzt mit iOS 12 und wenn wir hier in iTunes zurückspringen, dann sehen wir hier auch willkommen bei deinem neuen iPad und wir werden jetzt auch schon gefragt, aus welchem Backup wir dieses iPad wiederherstellen möchten und hier steht jetzt schon unser letztes Backup von diesen iPad heute 10.52 Uhr. Das war ja das Backup, was ich gerade angelegt habe mit allen aktuellen Daten vom iPad. Aber wir müssen hier bedenken, es handelt sich um ein iOS 13 Backup. Dieses iOS 13 Backup können wir jetzt nicht einfach auf iOS 12 aufspielen. Wenn wir jetzt hier fortfahren würden, würde dann bei der Aufspielung und Synchronisation ein Fehler auftreten. Und es wird uns gesagt, dass ein iOS 13 Backup nicht auf iOS 12 aufgespielt werden kann. Dazu gibt es jetzt aber einen ganz fabelhaften Trick, den wir jetzt auch anwenden werden. Wir gehen hier in iTunes oben rein, gehen hier auf Einstellungen, dann geht ihr hier rüber zu den Geräten und hier seht ihr schon eure verschiedenen Backups und hier steht auch schon iPad und dieses Backup, was ich heute angelegt habe, das markiert ihr dann, geht hier rechtsklick drauf und lasst es euch im Finder anzeigen. Jetzt seht ihr hier das Backup von heute 10.52 Uhr, da geht ihr dann drauf und bei euch wird es wahrscheinlich noch so angezeigt, dann geht ihr hier einfach einmal auf die Namenssortierung und dann findet ihr auch diese Dateien hier direkt oben und die für uns wichtige Datei ist jetzt die info.plist. Die markieren wir hier einmal und gehen hier rechtsklick drauf und gehen hier auf Öffnen mit und anderem Programm. Die muss jetzt nämlich mit einem Texteditor geöffnet werden. Gehen hier auf Text Edit und gehen hier auf Öffnen. Und hier finden wir jetzt den gesamten Code der info.plist. Jetzt gehen wir auf Command F, also Apple-Taste F und suchen nach Version. Jetzt werden hier uns alle Wörter angezeigt, die mit Version übereinstimmen. Und jetzt gehen wir hier einfach durch, bis wir hier Produktversion finden. Hier steht Produktversion und hier steht jetzt in String eingebettet 13.0. Das ändern wir jetzt einfach zu dieser iOS-Version, die wir jetzt gerade auf unser iPad gespielt haben. Ich habe jetzt 12.3 drauf gespielt, also gebe ich hier jetzt auch ein 12.3. Wenn ihr 12.3.1 aufgespielt habt, dann müsst ihr hier natürlich 12.3.1 oder niedriger eingeben. Wenn ihr das dann so eingegeben habt, geht ihr hier auf Ablage und Sichern oder drückt Apfel S. Und wenn ihr das dann so gesichert habt, können wir hier wieder rausgehen. Wir können auch diese P-Liste wieder zurücklegen, schließen und gehen hier wieder in iTunes rein. Und jetzt können wir die Magie spielen lassen, denn jetzt können wir unser iOS 13 Backup auf iOS 12.3 aufspielen. Ich gehe jetzt einfach hier auf dieses Backup wiederherstellen. Dieses Backup, was ich hier gerade bearbeitet habe, gehe hier auf Fortfahren. Und ihr seht, iPad vom Backup wiederherstellen. Verbleibende Zeit wird berechnet. Wenn das noch nicht funktioniert haben sollte, bei euch, schließt einfach iTunes nochmal und öffnet es nochmal neu. Dann wird es auf jeden Fall funktionieren, dass das iOS 13 Backup als Backup von iOS 12.3 anerkannt wird. Die Wiederherstellung von dem Backup lassen wir jetzt hier durchlaufen und wir sehen jetzt hier, die Einstellungen für dein iPad wurde wiederhergestellt. Bitte die Verbindung nicht trennen und das iPad hier wird jetzt auch wieder hochgefahren mit den übernommenen Einstellungen, Dateien des Backups. Jetzt können wir hier zum Aktualisieren nach oben streichen, geben hier so einen Code ein und während sich das iPad jetzt hier noch aktualisiert, sehen wir in iTunes bereits, dass unser iPad erfolgreich auf iOS 12.3 zurückgesetzt wurde. Wir werden jetzt hier wieder mit einem Hallo begrüßt und wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir jetzt hier Wiederherstellen beendet, dein iPad wurde wiederhergestellt. Nachdem wir unsere Apple ID eingegeben und bestätigt haben, werden jetzt die iCloud-Einstellungen aktualisiert. Jetzt gehen wir hier nur schnell durch die Einstellungen hindurch, können wir alles später einstellen hier und wir sehen jetzt hier auch schon, unsere Apps werden geladen, genau die gleichen Apps, die wir in iOS 13 Beta installiert hatten, werden jetzt hier auch auf iOS 12.3 installiert. Das bedeutet, es hat sehr schön funktioniert, dass wir hier dieses Backup von iOS 13 auf iOS 12 aufspielen konnten. Und wenn wir hier mal in die Fotos hineingehen und auch bei den Fotos sieht man hier sehr schön, dass mit dem Backup alles übernommen wurde. Die beiden Bilder, die ich gerade eben mit iOS 13 noch geschossen habe, wurden jetzt in iOS 12.3 übernommen. Dass wir uns jetzt hier in iOS 12.3 befinden, können wir auch in den Einstellungen ganz einfach überprüfen. Dazu gehen wir hier auf Info und hier sehen wir Softwareversion 12.3. Also das Downgrade hat erfolgreich funktioniert. Wir haben iOS 13 gelöscht und iOS 12.3 wieder auf unser App
Apple-Gerät aufgespielt, aber haben keine unserer Daten verloren. Ich finde es erstaunlich, dass es so einfach ist, durch das Ändern einer Zahl ein iOS 13 Backup auf iOS 12 aufzuspielen. Umso besser natürlich für uns, denn somit können wir all unsere Daten, Fortschritte und Bilder von iOS 13 Beta behalten, können auf iOS 12 zurückgehen, wenn die iOS 13 Beta nicht richtig flüssig läuft und es noch viele Fehler gibt, und können dann einfach warten, bis die iOS 13 Vollversion im Herbst erscheint. Das war's auch schon mit dem Video. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Abonniert diesen Kanal, um keine Tipps und Tricks rund um das iPhone mehr zu verpassen. Man sieht sich. Ciao.